Ja. So ist es. Hallöchen. So, jetzt geben wir mal ein TikTok-Video drehen. Yo, Friends, was geht ab? Neuer Tag. So, ja, jetzt gehen wir mal ein TikTok-Video drehen draußen. Oh, ein nice Auto. Ein elektrischer Porsche. Echt elektrisch? Ja. Weißt du, woher ich das erkenne? Von diese Augen halt. Oh, die ist ja süß. Das scheint irgendwie schwanger zu sein. Ja, der ist interessiert. Woher hast du es erkannt? Das ist eine Elektroautos. Wie ist das, die Scheinwerfer? Oh ne, da wo das Licht rauskommt. Ah, das war dieser Traurige. Ja, genau, der Traurige, der sieht so aus, als würde er weinen. Ja. Aber ich weiß nicht wieso. Aber ich finde, sieht cool aus. Daher erkenne ich, dass es der elektrische ist. Vielleicht siehst du cool aus, weil du ein elektrisches bist. Oh. Und electric bist. Electric Girl. Wir drehen jetzt einen TikTok über Matcha. Und danach gehen wir was essen. Oh ja. In einen nice Veganski-Restaurantski. Also nicht voll gemeint, dass hier gleich ein veganes Restaurant ist. Wir gehen aber noch nicht rein, weil wir erst die Arbeit, dann genau. Das und wir haben schon gerade 3 Avocados gegessen. Die sehr lecker waren. Also ich liebe Avocados. Yeah, da ist es. Es öffnet aber noch nicht. Also ich meine, es ist noch nicht geöffnet. Öffnet erst im wann? 5 Minuten. 5 Minuten, also jetzt bald. Nice. Sieht sehr fancy aus. Auch von innen, auch von außen. Das Essen sieht auch sehr, sehr fancy aus. Und ich bin gespannt, wie es sein wird. Und du? Hardcore gespannt. Wie schön. Wie als hätte ich 3 Tage nicht abgespritzt, so gespannt bin. Hast du ja auch nicht. Oh, schau mal, eine schöne Kirche. Wow. Echt schön, aus einfach so Mitte. Hier, random, schöner Bar. Ein Mushroom. Ein Mushroom. Oh, nicer Motorradduft. Ah, huh? Tokina. Infantario. Ah, Tokina. Infantario. Das ist Restaurant oder so? Vielleicht sollten wir mal abchecken. Das sind so Gemälde an der Wand. Ja, das könnte auch ein Kindergarten sein. Ja. Ja, das würde Sinn machen, Kindergarten. Ja, ja. Das würde sehr Sinn machen, aber ich denke, das nehmen wir vielleicht doch lieber nicht von innen. Mega schön. Und Palmen. Ist doch tö. Ist doch tö. Fantastisch. Ja, das ist definitiv ein Kindergarten. Da ist eine Mickey Maus an dem Fenster dran. Und rechts sieht es aus wie ein José Rocha. Immobilienmakler oder sowas. Was sehr Rocha. Ich frage mich, wie das Video aussieht, weil ich drehe die ganze Zeit die Kamera so rum, aber GoPro ist sehr stable. Ja, ja. Also sieht sehr, definitiv nice aus, denke ich. Wow. Wow. Er riecht ja. Das hast ja aber ganz schön krass gesagt, dass ich jetzt nicht erwarte, dass es so sein. Ja, hier ist es irgendwie erlaubt, also. Dekriminalisiert. Ja, genau. Cool, na dann. Wird jetzt getoktickt. Genau. Jetzt machen wir ein TikTok-Video. Hier haben wir ein Skript, natürlich alles gelernt, auswendig. Auswendig gelernt, Ski. Dein Fazit? lol, es war sehr aus der Komfortzone und auch witzig, weil ja. Hat Spaß gemacht, ja. Hat Spaß gemacht, definitiv. Also tut schon sehr gut für dein Selbstbewusstsein. Und yep. Und hast noch was zu Matcha zu sagen? Matcha gibt dir viel Energie. Über den ganzen Tag hinweg. Über den ganzen Tag hinweg! So ist es. Much have to relax and reduce your anxiety. It activates your alpha waves. Activates alpha waves, which makes you feel relaxed and focused. Practicing.
Matcha hilft dir, dich zu entspannen und deine Angst zu reduzieren, denn es produziert Alpha-Wellen im Gehirn, die dich fokussiert und entspannt machen. Hast du noch was zu sagen? Schau dir das TikTok-Video an. Wie heißt dein TikTok-Kanal? Jamie Matcha. Ja, Jamie Matcha. Deutsch, und das Englische heißt Jamie Energy. Oh, hier ist die Kamera. Energy. Bei mir ist es andersrum. Ja. Nico Energie. Und Nico Matcha ist Englisch. Genau. Matcha helps you relax and reduce your anxiety. It activates alpha waves, which make you feel relaxed and focused. Perfekt. Sehr gut. Jetzt noch Deutsch. Oh. Das wird alles auf. Paparazzi. Matcha hilft dich zu entspannen und reduziert deine Angst. Es aktiviert Alpha-Wellen, die dich entspannt und fokussiert machen. So war. Was für Geräusche. Das ist so witzig. Ich feiere den Löwen so sehr. Quack, 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 quack. Sehr süß siehst du aus. Danke dir auch. Danke. Cooler Dog. Da ist der Park. Was ging da denn ab? Hallo Bray. Schon so witzig. Einfach kein Fick. Die sind so witzig, die sind sogar noch witziger als Taum, finde ich. Ja. Weil die sind so, die sehen schlau und doof gleichzeitig. Weißt du, was ich meine? Weil es ist diese Mischung aus Adler und Taube und Ente. Huhn und Ente, ja genau. Ah, blauer Himmel. Nice. So, großer Himmel. Ja. Kunstwerk hier. Oh, danke. Hallöle. Nazareth-Kirche. Yes. Nazareth-Kirche. Ja. Schönes Ort. Möbel am Start. Interessante. Interessante Garage. Quattro Fromage. Si, signor. Das ist ja italienisch. Ja. Italiano. Si, signor, ist spanisch, also. Oder? Ja. Vielleicht beides. Vielleicht, ja. Auf italienisch heißt es Pizza. Spaghetti. Genau, kann man für alles verwenden. Ja, das stimmt. Aber die Bäume sind noch schöner. Denn sie strahlen das Sein aus. Oh, du bist auch schöner. Du strahlst auch das Sein aus. Krass, da ist eine Straße. Und da ist ein kaputter. Ja. Ich war wahrscheinlich nachts gefahren und so, oh, ups. Ja. Ja, schöne Straße hier. Ich habe gedacht, das wäre die Straße für mich, dass ich hier ungestört runterlaufen kann. Hat mich angezeigt, klar. Tauben wollen auch mal ein bisschen Attention. Ja. Sind die Möwen. Möwen, ja. Möwen nehmen denen die Attention weg. Ist echt so. Weil die sind so witzig halt. Die sind so groß. Und schon so. Das sieht schon so witzig. Tauben ja auch, aber die schon irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann es nachmachen. Ich will keine Möwe. Mega Laffel, steht da. Na dann. Let's go. Hey, Mann. Cool.
lecker. Sieht wie ein Kunstwerk aus. Mhm. Das sieht aus wie ein Kunstwerk. Ja, danke. Mega lecker. Ich finde das eine extra süße Sache. Ich denke, es ist für deinen Reis, oder? Perfekte Größe. Ja, wirklich, weil ich bin sehr satt und ich bin nicht happy mit dem. So, und was ist dein Fazit? Sehr lecker. Mega cool. Setup ist ein nice Ball. Das ist so ein Restaurant und auch ein Shop gleichzeitig. So ein Graffiti-Shop. Richtig cool. Was sagst du dazu? Fantastico. Fantastico. Was war das da am leckersten? Am leckersten? Und die Nagel. Und die Pommes. Die Kartoffeln, die Potato Wedges waren richtig gut. Und Smoothie? Ja, Smoothie war nice. Zum Beispiel dein Smoothie war richtig geil. Mit Erdnussbutter und Banane und Blueberry. Das war richtig nice, weil es war so fruchtig und lustig gleichzeitig. Genau, du fruchtig und lustig. So nice. Hier ist dein Eingang. Mysteriös, mysteriös. Hat er gesagt, ja? Ja, er hat gesagt so. Also ich gesagt habe, so der Burger war richtig lecker, aber ich konnte nicht mehr, ich habe es mitgenommen, weil ich war so satt. Und er hat gesagt, oh, ich dachte, der Nico, also er schafft sie, der Big Boy. So witzig, ich musste so lachen, als er das gesagt hat. Ja, das war ein Schwuler. Ja, ja, aber war sehr sympathisch. Ja, ja, Schwule Nico, sind immer die Besten. Genau, Nico hat ein Ding so, dass die Schwulen ihn mögen, ich weiß nicht. Ja. Er hat einfach so ein perfektes Gesicht. Ich bin wie eine hübsche Blondine, ja, gell? Die an einem Bauarbeiterplatz vorbeiläuft und alle pfeifen hinterher. Ja. Für die Schwulen. Ja. Für die Frauen. Und natürlich auch. Die Girls. Ja. Ja. Das ist perfekte Package. Du auch. Oh, das ist so. Wow, da ist ja richtig viel los hier. NSD, Business School of Design. Coole Gebäude, wow. Echt schön hier. Was haben wir denn uns da hier gefunden? Gesund, da ist Banane. Das ist Banane. Banane. Ja, das ist Maracuja. Alles vegan. Ja, natürlich. Einen guten Appetit. Einen guten. Wow, 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 wow. Der Baller. Sind huge. Da ist das schöne Karottengebirge. Spektakulär. Und die Kirche auch. Genau. Oh.